Mein Ziel ist es, hier in Tübingen eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufzubauen, die sich mit der Forschung von Fragen des Lernens und der Kompetenzentwicklung in der zweiten Lebenshälfte beschäftigen. Diese Gruppe soll als Kompetenzzentrum national wie international wahrgenommen werden. Dazu gehört auch der weitere Ausbau unseres in den letzten Jahren etablierten internationalen Netzwerks, um auch international vergleichende Studien durchzuführen, die es im Themenfeld Bildung und Alter bislang noch kaum gibt.